So. So. Hey. Ja, ich sag auch noch ein paar Runden jetzt online im Mario Kart. So bis, ja, paar Runden. Ja, wir können ja so, sag ich mal, bis 4 nach oder sowas. Jo, das klingt doch gut. 20 Minuten. So, wo ist, da ist mein Link. Weil ich muss nämlich morgen früh auch sehr früh aufstehen. Wann denn? So gegen kurz vor 6. Und 20 vor 6. Ich muss 6:30 Uhr aufstehen. Ja, das Problem ist, Bei meiner Schule, da fängt der Unterricht nicht normal um 8 an, sondern um 7:45 Uhr. ja, morgens Vorher um fing er 7 Uhr. sogar schon um 7:30 Uhr an, also. Nee, also bei mir ist das so, ich habe ja keine Schule mehr. Ich bin ja in der Ausbildung. Und von daher muss ich morgen ja arbeiten. Und da muss ich halt mit dem Bus fahren um 6:20 Uhr. Oh, Bus Und fahren, dann ey, haben. kann ich nicht mehr. Ich werde da immer so hart gemobbt. Busfahren ist das Schrecklichste hier bei uns. Ey, überall Baustellen, wo das Auge nur reicht, ey. Überall. Ich mag Perfekt. das nicht, ey. Ich mag meine Region einfach nicht. Ich will, vor allen Dingen, wenn ich habe auch meine Mutter gesagt, wenn ich 18 bin, ich bin weg, ich ziehe nach Berlin. Wild. Ich verpiss mich in the Capital of Germany, Alter. Ich weiß aber gar nicht, ob ich unbedingt in Berlin wollen würde. Oh Scheiße, ist verkehrt herum. Also ich Einfach nach bin mit Berlin Münzen kommen. eigentlich schon erstmal zufrieden. Ah, schöne Stadt, schöne Aber ihr habt, Stadt. aber habt ihr, aber eure Wohnungsmieten sind die nicht die teuersten dort eigentlich? Ja, gut, also wir, ich habe selbst unsere Familie hat ein eigenes Haus, da haben wir keine Miete, aber ja, in Münzen oder Vororten von Münzen sind die Mieten schon mies teuer. Berlin, da ist Berlin noch drunter. Kommt auch noch darauf an, in welchen Region man ist. Also je nachdem, ob man noch S-Bahn-Anschluss hat und wie weit draußen man ist. Also wenn man weiter von der S-Bahn weg wohnt, also wenn man von der S-Bahn eine Weile eine Stunde reinbraucht in Münzen, sind das sind deutlich billiger die Mieten, als wenn man jetzt nur 2 S-Bahn-Stationen von Münzen entfernt ist. Aber ich glaube, das ist in jeder Großstadt so. Scheiße. Ja, also ich wohne ziemlich, sagen wir mal, ein bisschen weiter weg von der Großstadt. Also ich habe jetzt nicht so das Problem. Ja, ich wohne halt so in Nähe von Magdeburg. Also ich wohne in der Nähe von Bielefeld. So in der Nähe. Bielefeld Aber existiert nicht. ja. Aber ich wohne, ja, ich habe aber auch einen guten Anschluss nach Niedersachsen in Zügen. Ich habe halt so einen Anschluss in Brandenburg. Ich bin auch ganz oft in Brandenburg, bei meinem Ja. Boyfriend zum Beispiel, weil er wohnt ja an der Grenze von Berlin. Wild. So einfach über zwei Kreuzungen gehen, dann bist du schon in Berlin. Das Ding ist, ich überwarne immer diesen Netto dort, der halt schon Berlin ist zum Teil. Netto. Ehre. Und da bin ich dann immer hingegangen und ich immer an der Kasse so Ja, ich fühle Flex es. mit Apple Pay bezahlt. Ja, same, mag es immer, aber Netto ist schon ein Ehrenladen. Ihr wisst ja, ich mag ja Netto. Ja, Ehre, hi. Ja, es ist aber echt so, Netto ist schon Ehre. Scheiße, Mann. Ja, wir haben Ich war uns dann gerade immer einfach halt was zu Dritter. trinken gekauft, was zu essen. Ich habe mir dort immer Y-Food dann gekauft. Y-Food ist, Wild. finde ich, irgendwie ganz geil. Oh, Schoko. Ja, Vanille. Ich würde gerade sagen Schokobanane. Damit die Geschmacksrichtung No, no, geht. no, no, no. Okay, erste Runde ist mal sehr schön beendet. Hust, hust. Ja, als Ja, aber letzter. das Ich hab's letzte. gesehen. Ja. Ah, Kritis, Kritis. Ich hab's super gesehen. Die ganze Runden. No, 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 no. Ah, sagen wir Da wird mal die aus ganzen Deutschland. Runden. Ja, mein Mario Kart Skill ist besser wie I&D. So, es muss mal geben. Fällt mir gerade ein, noch auf Mario Kart umstellen in Twitch gerade. Bevor ich das vergesse. Was meint? Da ist mein Dashboard. Also, Topia raus.
Discord hat sich eigentlich echt verändert, ne? Discord. Ja, Discord hat es richtig krass verbessert. Ey, hier in Discord, ich war mal, was war ich mal, war ich nicht mal Admin oder Supporter, dann war ich mal Premium oder irgend so den Rang, den ihr da hattet. Oder gehabt ihr den Rang? Ich weiß nicht. Ja, wir Und hatten jetzt da bin ich ganz mal. normal. Ich bin einfach abgestiegen auf allgemein vom Admin. Vor allgemein ist immer hoch auf Admin, aber dann wieder runter. Ja, Leute, die inaktiv sind, die haben dann irgendwann einfach keine Reste mehr. Also nicht mal viel. Das hat sich gerade Ich echt glaube, ich war assal nicht angehört. inaktiv. Ich glaube, ich war dann, ich habe, oder war ich inaktiv oder habe ich Scheiße gebaut? Ich weiß nicht, ob ich mal Scheiße gebaut Ich habe, glaube weil nicht. Ich glaube, du warst ich einfach war irgendwann damals weg. halt noch jung. Ich glaube, du warst einfach irgendwann Ja, einfach weg und das war's. Aber ich meine, wir sind hier im ja. Internet, Ja, da gut. kommt und geht jeder mal. Das ist nichts Neues im Wenn Neuland. ich halt mal Scheiße gebaut hätte mit den Rang, dann ist es darauf zu verzeihen, damals war ich noch jünger und ich hatte noch nicht die geistige Reife dafür, ein Admin zu sein. Ich würde mir, also jetzt würde ich schon sagen, okay, ich habe jetzt sozusagen so die Reife dafür, Verantwortung zu übernehmen, aber damals absolut nicht. Oh, keiner, ich weiß echt nicht mehr, ob damals irgendwas war. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, ich glaube, ich war dann weg, dann bin ich auf die Server wieder drauf, dann habe ich nur diese Premium-Rolle bekommen. Ich weiß es nicht mehr. Es hatten viele Leute viele Rollen, die einfach gefühlt vom Erdboden verschluckt sind, seit längerem. Warum hatte ich eigentlich Admin oder so? War das, weil ich so oft da war oder so? Oder ich weiß nicht. Ja, relativ Oder wegen aktiv dem früher. YouTube-Channel? Na, du hast. Früher habe es gerade vielen Leuten, die aktiv waren, dann so auch Admins weitergegeben. Ich war halt auch wirklich immer aktiv bei Ne? David. Aber Jetzt früher bin waren wir halt ich nicht einfach mehr alle auch so noch jünger und hatten aktiv. das halt. Oh, Ich scheiße. bin jetzt nicht mehr so aktiv, weil David streamt ja immer sehr am Abend und abends verbringe ich halt die meiste Zeit mit meinem Freund so. Ja, wild. Ja, klar, ich glaube, die meisten Leute haben jetzt inzwischen entweder Arbeit oder sind halt in Schulen, auch in höheren Klassen, haben nicht mal die Zeit. Und neue Tools hat Ja. deshalb auch keine mehr irgendwie anziehen an meinen, zu meinem Kanal. Irgendwann wird das schon. Ja, vielleicht, damit musst du auch mal Content umstellen. Ja, gut, das wäre Wer natürlich weiß. mal. Ja, weil zum Beispiel halt, wenn jetzt, ne, weil ich glaube, Nintendo Switch ist jetzt nicht so, wo viele Leute dann so, glaube ich, aktiv Och sind. nö, es kommen. Ich Nein, glaube, wenn nein, du nein, es nein. eher, oh, ich glaube, wenn du es eher so mal Scheiße. so ein Ja, siehst du das schon PC-Game wieder? spielen würdest. Dann ist halt schon, dann kommen halt noch andere Zuschauer dazu. Ja. Ja, ich hab jetzt aber auch David Quits ist immer gesetzt. letzter. Ja, es ist gerade erst kritisch, aber ich gebe nicht auf. Das sag ich so. Ja, Ich gebe auch auch nicht mal, ich bin auf. auch mal Ja, drüber nach. David versucht nämlich auch Ein immer bisschen weiter groß zu Wartezeit. werden. Und ich gönne ihm das auch, wenn er das dann wirklich wird. Ja gut, sind wir realistisch, wirklich groß werden werde ich Ach, leider du nicht. lässt dich immer wieder blicken. Was? Nicht? Ich? Ja, hi. Servus. Hi. Ey, den habe ich mal gesehen. Oh mein Wo? Gott, ja, Promi, ne? Stimmt, ihr habt das beide aber am Mühlauf gesehen, ne? Ja, wo ich dann die Gruppe, glaube ich, Tschüss. geschrieben habe. Ja, du hast Audios gemacht en masse. Vor allen Dingen immer Stimmt. so, ist das Sophie? Und ich war so Ich triggert. war damals richtig verwirrt. So, hä? WTF? Lul. Ja, es war halt bloß. Wär er nicht so Berlin gewesen, dann hätte das nie stattgefunden. Ich war gestern sogar noch in der Nähe von Berlin. Ich war vor 2, 3 Wochen in der Nähe von Berlin. Ich war vor 5 Jahren das letzte Mal in der Nähe von Berlin. Aber es kommt Weil ich vielleicht die. bin sehr oft bei meinem Freund halt. Aber Und es der wohnt kommt halt einfach an der vielleicht. Grenze. Da will ich. Fahr aber vielleicht die Sommerferien, zumindest zum Teil nach Berlin. Weil ich vielleicht den Oh Sommer. ja, komm vorbei, Scheiße. dann treffen wir uns. Jo, wenn ich in Berlin bin, komm vorbei. Weil nachdem er deshalb nur beschränkt ins Hoffentlich. Ausland fahren kann, werde ich nämlich in Deutschland was dann diese Sommerferien machen. Ja, Ja, weißt weißt du, du, ne? diese Sommerferien bei dir. Aber Leute, wisst ihr, was geil ist? Ich habe jetzt alle meine Abschlussprüfungen durch. Ich habe Freitag Mathe geschrieben. Ich bin ja so happy, ne? Wild. Und wie liefen deine Prüfungen?
Um ehrlich zu sein, die waren so einfach. Ich wünsche, ich könnte auch Prüfungen schreiben und schon aus der Schule raus. Wild, ja, ich habe meine Prüfung jetzt erst in zwei, drei, in paar Wochen, weil ich schreibe die erst Anfang Juli. Kommt bei Bayern dir halt. auch erst Deutsch? Also. Kommt bei dir auch erst Deutsch und endet mit Mathe? Bei mir geht's los mit Deutsch, dann kommt Französisch, dann kommt Englisch und es endet mit Mathe, ja. Ich hab Also nur. ich habe diese, ich habe in einer Woche habe ich Theorie und Ende Juni habe ich praktische Prüfung. Aber ja, wisst ihr, was ich eigentlich kacke finde, so in Deutschland mit dem Schulsystem? Dass jedes Land, Bundesland hier in Deutschland ein eigenes Schulsystem hat, so ein Ja, bisschen. Föderalismus lässt Weißt du? grüßen. Es ist halt nicht so ein einheitliches, so, okay, von der Schule gehst du auf die Schule und von dieser und von der Grundschule geht du bis zu der Klasse, sondern halt hier bei mir in Sachsen an der Grundschule bis vierte Klasse, Brandenburg dann Grundschule bis sechste Klasse. Es ist halt. Ja, es ist so ein komisch, Ja. aber. Weil ich bin auch schon seit Jahren generell einfach dafür, es sollte auch einfach gleiche Abis geben, weil ein Abi, was man in Bayern schreibt, kann man no front nicht mit einem Abi in Berlin vergleichen. Vom Niveau her, von der Schwierigkeit her. Das ist halt Ey, eigentlich, es by sollte nicht the way, sein. Es gibt eine Schule in Berlin, da wird Unterricht komplett auf Englisch geführt. Und da bin ich vorbeigefahren, ne? Ah, ist wild. Echt? Wie heißt die? Sag mal. Was? Die Schule, sag mal, wie heißt die? Ich glaube, No! Swedish International School Berlin. Ach so, die! Ey, ich war gerade mit dem Stern und sobald der Stern vorbei war, kurz vor dem Ziel, hat mich eine Rakete gehittet. Mich hat die erste Bombe als fünfter getroffen, kurz vor dem Aber du, Ziel. ey, du bist aber nicht letzter. Das Das wird war sehr Betrug sportlich. pur. Ich war Dritter. Entschuldigung, ich reg mich David, wieder auf. David, David, da du gerade Mario Kart spielst, er ist Franzose. Ja, no, nee, nicht das. Ach, das sind wir. Ey, das ist genau wie Trimax. Der sagt auch zu Spanien, Brasilien. Ja, genau, auf was angelehnt. Ey, das war mal wild. Ja. Boah, hat das nicht auch Bert's neuer Papa Platt hat das auch irgendwie. Ach ja, Welcher by the Flagge way, war denn Xander, das? das fällt mir eh gerade an, nachdem es mit der Prüfung los vorbei ist. Wenn wir irgendwann das mit 3D-Welt, mit den Sternen noch durchziehen wollen, sagt Bescheid. Die war ja auch komplett Also vergessen in den ich letzten habe, Wochen. also ich muss morgen früh noch in die Schule Bücherabgabe machen, dann muss ich Dienstag und Donnerstag noch in die Schule. Am Wochenende ist dann heftiger Geburtstag, wo ich mir ordentlich einen wegkippen werde. Und ja. Atmen! Atmen! Alter, du hast gerade durchgelabert in einem Fluss. Glaub mir, das geht noch schlimmer. Ja, unter Wenn ihrem ich auf Alkohol Geburtstag bin. fließt Alkohol Einfach in einem Double Fluss. Time Rapperin. Rapper. Ja, Sorry. ja. Ich Sorry habe fürs heute auch. Misgendern. Ich hab heute auch Alkohol getrunken, so. Schon im Ich habe 12. auch Also, heute. weil die restlichen Leute machen zu, wenn die Abschlussprüfung vorbei ist, erstmal die Flasche Wodka rausholen, auf seinen Tisch Ja, da stellen und wird anfangen kein zu Bier trinken. getrunken, da wird mal Wodka weggesoffen, du. Ja, ich habe heute Wodka gehabt und dann war ich so aufgehibbelt. Dann stand ich eine Stunde in Stendal rum, weil ich auf meinen Anschlusszug gewartet habe. Und dann gab es noch ein Energy hinterher. Alter, ich war heute Nachmittag gut drauf. Ja. Oh, ich hab mal. Goldkrone ist eklig, ne? Goldkrone habe ich mal pur Entschuldigung. getrunken, du. Das hab ich tatsächlich noch nie Und wer getrunken. Goldkrone pur trinkt, Alter, das ist richtig So. eklig. Wer das macht, der würde auch. Wirklich, der würde kleine Kinder. So, Leute, ich aus Bayern sag als eins. Die einzig wahren Biere kommen aus Bayern. Mit Ausnahme von Despo. Der ganze Rest. Hallo? David, was Hallo? hältst du Also von Radler? Leute, die meinen, dass Becks ein Bier ist. Nein. Das sind Also ganz Becks spezielle Leute. kann ich nicht ab, das normale Bier, außer Becks Eis. Das geht Becks noch. Eis ist geil. Becks Eis ist geil. Also Leute, die meinen, Becks ist ein Bier, die meinen auch, man kann von Radler ernsthaft angetrunken werden. Es ist nicht Ja, möglich. aber Radler finde ich halt, Oh, da scheiße, gab es Mann. ein Bier, das war, da gab es einen Radler, der war geil gemacht, ey. Da war wirklich der Ich hab mal. Zitronengeschmack, der hat so, da hast du nicht das Bier rausgeschmeckt, Viele das war aber aber meine geil. Eisdiele, die einfach Radlerbier hat. Ich habe mal Bier aus Polen
Polen getrunken. Polen, Digga. Alter, ich hab so viel Miraculous geguckt. Bier aus Polen, Digga. Bier, was nicht aus Deutschland kommt, das ist kein Bier. Du hast geklautes Bier getrunken. Ah, ja. Entschuldigung. Ja, und polnische Eisbecken. Ich kann nur empfehlen, mal, wenn ihr in Polen seid, mal so random das Eis da zu essen. Das ist mega geil. Ich will nicht nach Polen, weil ich will nicht sterben. Oh doch, Ich ich kann war auch in nicht, Polen. ich kann auch nicht, ich kann auch nach Polen nicht überall rein. LGBTQ-freie Zone. Ja, Deswegen finde ich, Polen das. sollte aus der EU geschmissen So werden, Zeugs im wegen Jahr sowas. 2021 noch nicht toleriert wird, geht erst gar nicht mit meiner Meinung nach. Aber das ist jetzt. Ey, ich finde, dass deswegen Polen aus der EU einfach rausgeschmissen wird. Raus mit denen. In manchen Ländern wird noch aktiv Kannibalismus betrieben, so gesehen. Es hält sich an In nicht alle Länder manchen. so fortschrittlich wie Ey, das Ding ist, weißt du, was ich auf TikTok traurig finde? Deutschland. Es gab Leute, die das halt traurig waren, dass ich jetzt gesagt, so, die wirklich da so traurig waren, dass halt wirklich zum Beispiel in so arabischen Ländern schwul umgebracht werden. Die Kommentarsektion. Mein Respekt zu diesen arabischen Ländern. Whoop, nach oben. Also, ja, da würde Oh ich ja, gerne dann das ist das hinziehen. allerletzte. Ey, das ist immer dieser homophobe Bereich auf TikTok, das nimmt kein Ende. Ich sehe ein LGBTQ-Video, ich gucke schon nicht mehr in den Kommentarbereich rein. Ich weiß genau, was da für Kommentare sind, ey. Ich guck da Es mal zieht rein und immer im die Falschen Endeffekt an. mache ich mich über. Ich guck da mal rein und im Endeffekt mache ich mich über die Homophoben lustig. Weißt du, ich habe da eigentlich eine ganz einfache Meinung, so. Oh, meine Capsule-Katze Mensch kommt rein, ist das ist eigentlich Mensch. scheiße. Ist ja. Ist also eigentlich ganz Das einfach. ist Wir in leben immer Ordnung. 2021. Inzwischen ist in die Richtung eigentlich alles, sollte alles akzeptiert sein. Ihr wisst ja alle, Tatsache Ja, ist nicht so. sollte. Aber ich bin der Meinung, mein Gott, jeder soll halt das machen, fühlen, eingestellt sein, wie er es halt will. Das hat doch den anderen nicht so interessieren. Ja, und wenn man jetzt zu viel Angst hat und nicht sehen will, wie sich zwei Männer oder zwei Frauen in der Öffentlichkeit küssen, ja, mein Gott, dann bleib zu Hause und verreck. Ja. Es ist doch aber so. Entschuldigung, aber es ist doch so. Es ist. David, geile Line, Alter. For real. Es ist, ich sehe Das das halt einfach gar jetzt nicht. als Clip nehmen und irgendwo hochladen. Ja, ich beide. Ich Nein, kenne selbst Leute eine aus der Szene Frage. und die erzählen immer wieder, dass es für die erst anstrengend ist, weil. Ah, ja. Shitstorm und alles. So, Grote, was irgendwas sagen? Ja, habe ich dich gerade mit meiner Krone getroffen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, weil ich auf dem zweiten Platz mal wieder rumgammel und du sehr viel weiter vorne bist. Ja, Ja, das das ist waren wir ja besser. deswegen. Ach so, Ach, ja. spielte gespiegelte Strecke. Ja, es spiegelt. Ja, Wer hat denn gespiegelt hier so ist viele mies. Bananen hingelegt hier? Das Ding ist halt so, an meiner Schule, ich hätte halt gerne Lust, mal mich so zu zeigen, wie ich wirklich bin. Also, ich bin ja Oh gerne ein ja, bisschen ich mehr auch. feminin, weißt du? Und das kann ich aber an meiner Schule nicht bringen, weil ich zusammengeschlagen einfach werde und ich habe Angst, das zu machen, aufgrund von solchen Leuten. Ich habe da einfach Angst vor. Ich habe auch Angst, in die Schule zu gehen. Ich habe mich vor allen Dingen in meiner Schule geoutet. Ich war aber der erste Schwule, der sich dort geoutet hat. Sollt ihr mal ein Drama an meiner Schule erzählen? Was bei mir mal abgegangen ist? Was denn? Da, so, ich bin ja in der 10. Klasse gewesen, ne? Also bin ich jetzt noch. Und am Anfang des Schuljahres war da auch so ein Drama. Da ging das Gerücht rum, dass da anscheinend jemand aus der Nachbarklasse schwul sei. Das ist ja nicht schlimm. Nur einer aus meiner Klasse hat da so ein Drama rausgemacht und angefangen, den zu mobben. Und dann kam die Lehrer, der hat sich da schön rausgelogen. Und dann mussten die da trotzdem raus miteinander reden, weil der dann auch nicht mehr. Die hatten dann Wahlpflicht zusammen und da wollte der dann auch nicht mehr hin in den Wahlpflichtkurs. Das war so schlimm und als die Lehrer den Raum verlassen haben, wir haben den alle erstmal fertig gemacht bei uns in der Klasse. Der wurde am Ende zusammen fertig gemacht. Das war echt lustig, aber das ging gar nicht. Ja, Nur mal, sowas dass ihr ey, das aber wisst. wenn ich, aber wenn das Gerücht rumgehen würde, dass jemand schwul ist, ich so, ist der wirklich schwul? Ist da wirklich so jemand, der genauso ist wie ich? Dann kommt die pure Enttäuschung, oh nee, doch niemand. Nee, ich Bei weiß es mir würde nicht. auch aber auch keiner zugeben, dass er schwul ist, weil er genau weiß, dass an dieser Schule, wo ich bin, und auch in meiner Region, das nicht akzeptiert wird.
Bei mir ist genau das Gleiche. Eigentlich war es ja geplant, dass ich im Sommer nach Berlin ziehe, aber das tue ich jetzt doch nicht mehr. Warum? Kann ich dir das im Privat erzählen? Das will ich jetzt hier nicht so im Livestream machen. Ja, kannst du machen. Ja, aber Fakt ist, ihr habt schon recht, das ist erst, leider das ganze Thematik noch viel, viel so problematisch. Das. Ja, Vor aber das sind halt allem. alles Leute, die haben es damit nicht auseinandergesetzt, haben da nichts zu tun. Ich kann keine Leute, die mit was zu tun haben und dann. Zum Teil einfach auch das Rollenbild von Eltern übernommen, die auch der Meinung sind, dass dem so ist. Und dann geht das halt so einen Bach Das ist runter. immer das Schlimmste, wenn die Eltern so sind. Meine Mutter. Und das ist. Aber so weit geht da ganz klar gar nicht. Und das ist. Weil. Das hat die anderen auch nichts anzugehen. Und vor allem. Ja, ich weiß, die hatten Sinn. Ich weiß nicht generell den Sinn vom Mobben ist. Aber vor allem jemand wegen. Ja, das ist Zeugs. Ja, das Typische. Hautfarbe, Religion. Sexuelle Ausrüstung, das sind Sachen. Eines. Vor allen Dingen Mobbing, vor allen Dingen, dann Muss bringt nicht sich die sein. Person so um, also Triggerwarnung, dann bringt diese Person sich halt um, weil sie so gemobbt wird und kommt mit dem Leben nicht mehr klar, dann ist sie tot. Dann auf einmal war ja alles bloß Spaß, wir wollten das ja gar nicht, dass diese Person sich dann umbringt, weißt du? Dann immer rausreden, das ist das Ekelhafteste, was man dann noch tun kann. Sich so ekelhaft rausreden. Ja, ich meine, ich habe ja einen Stiefvater, der ist ein halber Nazi. Habe ich, ja. Ja. Mhm. Ja, das ist Kannst du. alles Ach so du ein Sinn. Scheiße. Nazis Du. sind bei mir sehr viel vertreten. Sachsen-Anhalt, sage ich bloß, aber ich bin froh, nicht in Thüringen zu leben, weil Thüringen ist die AfD-Hauptzentrale. Die Schau dir. haben da eine. Die AfD hat da eine Zeitung. Eine eigene. Sag mal, was vom Und was mit typischen Sachsen? eingesessenen Bayern gehört. Was mit Sachsen? Bayern, das Sachsen ist eigene genauso Land. schlimm. Richtig. Bayern ist für mich kein Deutschland. Unsere. Nee, aber ja, also es ist so viele Sachen, die in der Gesellschaft noch problematisch ist. Aber Mobbing Wenn ist Bayern ein definitiv eigenes Land wird, Bier noch trinken ab wahnsinnig 12 erlaubt. Ab 16 ist das alles erlaubt in Bayern. Ja, bei uns auch hier über ganz Deutschland. Also weil er Ja, in aber Köln ist stell Bier erst vor, ab Bayern 18. wird eigenes Land. Ich durfte damals auf der Jams schon bitter erfahren, dass Köln ein Bier erst ab 18 ist. Ach, in Köln fahr ich glaube ich im Juli oder August mal hin. Ja. RIP, Köln, die Stadt dieser der vermisst. sexuell anders Orientierten. Dieser vermisst gerne Gamescom in Köln. Oder für alle. Es ist so ein RIP. Ey, ich hoffe, ich kann irgendwann mal zu irgendeiner Gamescom mal hingehen, ey. Okay, Ich würde Leute, so eine gerne mal Runde mache hin. ich noch, wird aber meine letzte für heute sein, weil danach muss es auch mit dem Mut raus und Ein dann ist gut. Stand, wo ich sein werde, ist der Fortnite-Stand, weil dort die schnell Fortnite-Kinder kommen. Alter, ein Und dann Fortnite-Stand, sehen die weil noch, dich wo und dann sich so, der eine wieder ey, ich eingeschissen bin hat, ey. Zurück! Ja, dass du da liegen lassen Es hast. lief da halt auch noch, genau. Genau, kurz danach, dass ich war. Fickte, ist für den Privatwahl. Das ist diese unschöne Halle. Und Da man war hat der sie gerochen, ey. Landwirtschaftssimulator Stand besser. Aber ey, Artikel 13 wird jetzt durchgesetzt, Leute. Ah, nächste, was den Bach runtergeht. Ja, Leute, die keine Ahnung vom Internet haben, beschließen einfach Gesetze oder so, weißt du? Ey, Meinungsfreiheit im Internet wird immer weniger. wir brauchen junge Leute, die mal an der Macht sind. Die Leute, die Ahnung vom Internet haben, Ahnung von Digitalisierung, ja, weil Junge, es läuft nichts mit der CDU. Ich sag euch was, das wird alles. Aber die Grünen sind Wird genauso Bayern ein schlimm wie eigenes du. Land, ist die CDU hier keine Partei mehr, weil die meisten Wähler kommen aus Bayern. Ich will ja. Das ist das einzige Schmutz. Ich will ja erst nichts sagen, aber ist der. Man sagt immer schön, früher war es besser, aber derzeit geht so derbe viel den Bach runter. Wenn ihr mal das Internet mit den Upload-Filtern, die jetzt dann kommen. Das wird von YouTube so mal nach so dermaßen mieser einzelt werden, dass es erst kritisch werden könnte. Für viele Da werden auch Bereiche. viele kriminell. Auch generell, Und was ganz Internet, was das betrifft. ich sag euch, warum die kriminell werden. Dann die Ja, ganzen weil sich die Leute Corona-Skrupler. VPNs holen. Aber die holen sich dann VPNs und machen YouTube auch so, dass sie denken, sie kommen aus Amerika und laden da die Videos mit urheberrechtsverletzenden Materialien hoch. Ja, aber das ist das alles in dem Sinne nicht illegal, das ist. Ja, aber, ne?
Es ist so nicht so ganz erlaubt. Ist erlaubt, ist groß und ist erlaubt. Ganz alles. Ja, aber das ist halt nicht so erlaubt wegen Umgehung von diesem Gesetz. Ja. Aber das ist kriminell schon für die CDU und so. Ja, gut, für die CDU, für die ist kriminell, wenn man, Wenn man sagt, Gott ist scheiße. Ja, gefühlt. Ja, aber Leute, die Grünen sind aber genauso schlimm mit ihrer scheiß Umweltscheiße Welt. Bloß nicht die Grünen im September. Bloß nicht. Ja, ich hab halt keine Ahnung, wenn ich bei meiner ersten richtigen Wahl, yay, dann wählen kann. Weil ich muss. Was ich auch scheiße finde, die Grünen werden aber auch am meisten eigentlich auch schlecht gemacht, ne? Weil die ganzen Parteien, weil die merken, oh scheiße, die Grüne, die setzt sich jetzt über uns. Die könnte die neue Regierung werden. Und deswegen wollen alle Parteien jetzt die Grünen schlecht machen und sagen, sie wollen das und das und das verbieten, was nicht mal stimmt. Weil es nicht mal, weißt du? Und deswegen wollen sie die schlecht machen, damit die wieder hochkommen. Ja, aber die wollen ich habe gelesen, die wollen die Privatnutzung von Autos nur auf 16 Mal pro Jahr beschränken und das geht gar nicht. Ja, keine Ahnung, aber auch mal und Politik so als jetzt hier nicht geht. Ja, aber. Ja, aber die CDU sollte auch sterben, ganz ehrlich. Ja, Politik ist immer so eine komplizierte Sache mit YouTube. Und auch über CDU und allen drum und dran. Ist das alles schön. Na, also generell, was da gerade den Bach runtergeht, was ganz Parteien. Es ist alles scheiße gerade. Nein, das Einzige, was hier gerade wirklich den Bach runtergeht, ist die deutsche Wirtschaft, die innerhalb der nächsten 10 Jahre noch so kaputt gehen wird, dass dieses Land bald nichts mehr existiert. Und die ganzen Sozialversicherungen damit dazu, weil immer weniger Kinder hier geboren werden, die später die Sozialsicherung unternehmen. Und es werden immer mehr geben, die Rente brauchen. Und die Rente wird dadurch auch immer weniger. Ja, Corona. Und man bekommt die Rente auch erst viel später im Leben. So, musst du ja bis jetzt über 60. Und ich glaube, wenn wir dann später mal irgendwann Rente bekommen, dann müssen wir sogar bis 70 arbeiten. Safe. Ja, komm. Ja, komm. Muss, glaube ich, jetzt noch schon noch. Ich glaube, jetzt ist schon nicht mehr mit 60. Mich killt das verkehrt darum vor dir. Aber deutsche Rente ist echt scheiße. Der Grund ist bei dir auch so, dass die Items ewig dich laden. Ja, das Junge, ist bei mir auch so. Bekommst du halt schon... Ich nur Münzen. Ich habe jetzt wieder zweimal Münzen. Deutsche Rente, vor allem, davon kannst du dir gerade mal so ein paar Lebensmittel leisten, glaube ich. In der Schweiz kannst du dir von der Rente, die du da bekommst, fucking 5-mal eine Rolex kaufen. Ja, aber das war jetzt dafür auch so. Das ganze Zeug ist teurer. Ja, dann bist du arm. Schweiz ist aber mit ihren Schweizer Franken und ihren, was sie da für Preise haben, ist schon echt, Alter. Einziges, was du gut machen kannst, ist Geld anlegen dort. Aber es gibt auch viele Leute, die arbeiten in der Schweiz, verdienen da mehr und wohnen und geben das dann in Deutschland aus. Das sind die Gewinner. Ja, yeah, for real. Ich würde halt wirklich so ein Flüchtling aus Deutschland sein, nur um der Schweiz mehr Geld zu verdienen. Ah, so einfach. Und ein besseres Internet zu haben. Ah, Internet ist Schweiz, ey. Ja, es ist Internet alles in der Schweiz ist halt einfach geiler als in Deutschland. Deutsches Internet ist auch verkackt. Ja, wo auch, glaube ich, die Politik ein bisschen dran schuld ist. Ich weiß nicht, wegen meiner so Berufsvorhaben an Deutschland gebunden, wer wird es wahrscheinlich sofort auswandern. Und, keine Ahnung, einfach auswandern, weil ich bin so hart und zufrieden mit vielen Dingen. Ich will Deutschland nicht pauschal schlecht reden, aber es ist weiter geworden, jemand. Aber es gibt einfach einige Sachen. Darf ich mal in den Kontext reißen? Ja. Okay, wer muss morgens früh nur extra aufstehen, nur in die Schule zu fahren, um die Bücher abzugeben? Ich. Wer hat morgen noch Ferien? Ich muss in die Schule. Ey, David, ich muss auch nur noch Dienstag oder Donnerstag, dann habe ich erstmal 3 Monate frei. Was sagst du dazu? Also ob drei... Alter, bei uns sind die Abschlussprüfungen so kurz vor den Sommerferien. Ich hab vielleicht eine Woche zusätzlich vor den normalen. Ey, David ist ja mal Zweiter geworden. Du musst sogar am vorletzten Tag vor den Ferien anwesend sein für die Zeugnisausgabe. David, weißt du, was meine Zeugnisausgabe ist? Meine Zeugnisausgabe ist Ende Juni. Aber wir müssen nächste Woche noch zur Schule, dann haben wir den Juni noch frei, damit wir halt da, weil die Schule weiter Corona-frei ist, obwohl die wahrscheinlich eh nicht Corona-frei ist, aber wenn juckt, sind weniger Schüler dann da. Und dann so kriegen wir Ende Juni die Zeugnisse und die Ferien in Niedersachsen gehen ungefähr so spät los wie in Bayern. Niedersachsen. Vielleicht eine Woche früher drauf, aber... Ja, komm. Und dann gehen die bis Anfang...
und dann gehen die bis Anfang September und ich habe dann den kompletten Juni und August frei. Deswegen ist das so geil. Wie geil ist das bitte schön? Weißt du, meine Abschlussprüfung, die letzte ist Mitte Juli. Ja, so Abschlusszeugnisse gibt's ich glaube, weiß nicht, 2 Tage vor offiziellen Schuljahresende. By the way, mit Corona. Corona ist eigentlich viel weniger geworden, als es dann so war, ne? Weil wir wirklich vor ein paar Wochen hatten wir hier noch Inzidenzzahlen bis zu 100. Jetzt habe ich, weißt du, was für Inzidenzzahlen wir hier bei mir haben? 24 und sowas. Ja, bei mir auch. Wir sind unter 30. Bei uns darf bald alles wieder aufmachen. Also jetzt in Außengastro ist schon auf. Freibäder machen bei uns jetzt auch auf. Ich weiß es aber nicht, wenn sie alles wieder aufmachen, ob es vielleicht sein kann, dass dann wieder das höher wird. Das ist immer das Risiko dabei. Ja, weißt du, woran das liegt? Weil sich jetzt mehrere impfen lassen und weil die sich alle regelmäßig testen. Du kommst ja ohne Testen nirgendwo mehr rein. Ja, und ist vor allem geimpft? Ja, ich habe meine erste Impfung schon. Und vor allem, ich will mich auch bald impfen lassen. Ja, ich kann es jedem nur empfehlen. Also ich bin schon mit meinen kompletten Impfungen durch. Ich bin schon zweimal vollständig geimpft. Mit wessen Impfstoff? Moderna, okay, krass. Sieht man halt mal selten. Meine Oma, die wird jetzt im Juni 90, also nächste Woche. Deswegen wird sich da auch ordentlich Alkohol reingekippt. Die hat auch schon beide Impfungen. Meine komplette väterliche Familie ist geimpft, weil die alle im sozialen Beruf arbeiten. Sei es Kindergarten bis zur Polizei. Ich glaube, meine Mutter wäre so oder so geimpft, weil sie arbeitet halt als Physiotherapeutin und hat deswegen halt viel Kontakt mit halt mit Menschen. Und sie ist aber auch selber Risikogruppe. Sie hat wirklich eine Krankheit, die nicht so schön ist. Eine Autoimmunerkrankung und deswegen muss sie halt geimpft sein, weil Corona ist bei ihr, das könnte bei ihr mit dem Tod enden. Und ich möchte nicht meine Mutter verlieren. Ja, verständlich. Ja, Corona ist scheiße, ganz einfach, aber ich glaube, das wird bald rum sein. Hoffe es. Ja, was können wir aber jetzt auch dagegen machen? Jetzt ohne Witz, sobald alle durchgeimpft sind, wird das hier weniger. Ja, aber abwarten, wie viel es wirklich ist lassen. Ich glaube, das sind mehr Corona-Schubler. Also ich sehe es prinzipiell, sehe ich auch die Leute ein, die sagen, ich will mich deshalb nicht impfen lassen, gerade wenn es junge, gesunde Leute sind. Weil ja, Fakt ist, weißt du? Man weiß halt einfach nicht, wie sich die Impfung auf Dauer auswirkt. Ja, ey, ich finde das halt schade, dass halt Leute, komplett nachvollziehen. Die man halt, ich finde das aber manchmal schade, dass Leute sich entpuppen, die man so feiert, dann als so Impfgegner und sowas entpuppen. Ich finde das immer schade. Aber ich finde, es gibt da einen klaren Schauspieler oder sowas. Ja, sowieso. Aber es Wendler, sage ich nur. Aber ich finde, da gibt es halt. Ich war kurz davor, den Wendler zu sagen, aber ich glaube, den mag hier keiner. Egal. Ja. Aber halt also for real. Also bei mir ist jetzt gerade der Inzidenzwert bei 30,6. By the way, nochmal zu Verschwörungstheoretikern und Querdenkern. Es gibt eine Partei, die sich gegründet hat, und die heißt Die Basis. Die möchte Coronas Zwangsimpfung verbieten, obwohl es keine Zwangsimpfungen gibt für Corona. 5G-Ausbau wollen sie verbieten. Ja, ja. Also es ist eine Partei voll von Querdenkern. Verständlich. Meine, hey, der Bill Gates hat uns allen Geimpften schon die Chips eingepflanzt. Ich merke es auch, mein Arm, der ist magnetisch geworden, ja. Wenn ich den nicht immer Kühlschrank halte, dann bleibt der da aber kleben. Ich hab das auch manchmal. Ich sehe manchmal Bluescreen. Und ich kann einfach ohne mein Handy schon anrufen, durch das 5G-Netz meines Chips immer war. Ah ja, nee, Leute, ey, for real. Es ist einfach Windows 10 implantiert. Ja, schon so. Aber ich würde es halt schon auf der anderen Seite so ein bisschen kritisch, ne? Weil es werden halt auch die Leute hinterher gemacht, die es mit guten Gründen nicht impfen lassen wollen. Und es wird da manchmal unterscheiden zwischen denen, die wirklich in Anführungszeichen Angst haben, oder die sich nicht impfen lassen wollen, eben weil sie sich den Impfstoff nicht zutrauen, was das irgendwo auch nachvollziehen kann. Oder den Leuten, die von sich aus sagen, ja, das ist alles Bill Gates und 5G und bla. Also, wir haben so eine Freundin, mit der bin ich auch dieses Wochenende weggefahren, nach Brandenburg. Und das war so komisch, die lässt sich nicht impfen, weil die vor ein oder vor 2 Jahren einen Tumor im Kopf hatte.
Und die hat Angst, dass die Nebenwirkungen sie wieder zu hart treffen könnten, weil Tumor im Kopf ist schon schlimm. Ja. Ich meine, wenn ich ein Ja. Impfgegner bin, dann nur aus einem Grund, und zwar, weil ich Angst vor Wahlen habe. Mei, es gibt so ein paar Sachen, die ich verstehe. Zum Beispiel Leute, die damit argumentieren, wollen es impfen lassen, weil sie Angst vor Ich muss Langfolgeschäden eh noch haben. eine Impfung machen, Gerade Tetanusimpfung, muss ich eh noch machen. bei Jugendlichen, die das ganze Leben nur vor sich haben, kann ich es nur verstehen, wenn Leute sagen, ja, ich traue den Impfstoffen noch nicht, weil es keine Angst dazu gibt. Ich kann in gewisser Weise auch Mädchen verstehen, die sagen, sie wollen es impfen lassen, weil sie Angst haben, dass sie dann am Ende nicht mehr Kinder kriegen können oder sowas. Weil es ist unrealistisch, aber Oh ja. ich kann Ja, diese aber ich möchte mich Gedankengänge bis impfen zu einem lassen. gewissen Grad verstehen, so. Ja. Ich würde es halt machen, um den Da Impfziel wird da jetzt bloß beizutragen. nichts Falsches. Weil ich möchte unser Impfziel beitragen, damit wir so schnell wie möglich wieder Normalität haben. Aber das sind So halt. Querdenker gehen auf die Straße und Ja. sagen, hier gibt es Freiheit. Da muss man dem mal sagen, ja, lasst euch impfen, dann kriegt ihr eure Freiheit. Aber um das jetzt noch richtig zu drehen, bevor es mein falschen Hals bekommen, das sind noch top des Leute, die haben sich entweder darüber nicht informiert oder, weiß nicht, sie haben einfach panische Angst davor. Aber das ist halt wieder eine andere Gruppe als die Leute, die partout sagen, ich lasse mich nicht impfen. Und halt die ganzen, ja, Querdenker-Suppler, die auch meinen, dass wir alle nach der Impfung eh in 2 Jahren verrecken, spätestens. Das ist halt so ein Kritis. Und da werden ja die Leute mit ernsthaften Bedenken gegen das Impfen gar nicht mehr ernst genommen. Ich finde, die sollte man auch hören, ganz klar. Obwohl ich mich komplett fürs Impfen auspresse. Und sage, dass es Ja, jeder, der sich so will, impfen Querdenker lassen sind will. schlimm. Aber auf der anderen Seite sage ich halt auch, dass wenn jemand es nicht impfen lassen will, mein Gott, man kann es ja halt nicht zwingen. Ist halt blöd, aber man kann es nicht Ja, zwingen. aber damit zu argumentieren, dass dort Mikrochips drin sind, also Nein, hier. das ist auch Schwachsinn. Oh, das Die ist Nadel ist so dünn, da viel. passt kein Mikrochip durch. Aber das sind. Ja. Und das ist schon wieder 11:30. Ja, wir haben es auch mit argumentiert. Der einzige Schlusswort, was ich noch, das ich im ganzen Thema noch sag, ist, Leute, bald ist Corona vorbei. Wir halten das durch. Lasst euch impfen. Und wie auch Karl Lauterbach des Hühnchen sagten, das ist der Typ, der immer negativ an das Ganze rangeht. Sogar der sagt, wir haben dieses Jahr einen guten Sommer vor uns. Mit dem Hoffnungsschimmer sag ich, danke fürs Zuschauen von den Stream. Und es ist noch eine schöne gute Nacht. Und wir tun diesen Sollte eigentlich Nachtstream schlafen jetzt gehen. hier, ja, endgültig beenden. Danke fürs Zuschauen. Ich bin morgen wieder dran mit Miitopia. Mach's gut. Und ciao! 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 Übelster Voice.